Hallo bei Nerdvermedizin. Heute mal in einem ganz anderen Setting als sonst. Wir sind in Bremen auf dem Degina-Kongress und neben mir sitzen Carlos und Michael. Cool, dass ihr da seid. Die beiden sind ja am Degina-Kongress mit was ganz Besonderem am Start, dem Salad Simulator. Aber bevor ich zu viel darüber erzähle, erzählt doch mal selber. Salad Simulator, was ist das eigentlich? Genau, SALAD ist eigentlich ein Akronym, das steht für Suction Assisted Laryngoscopy Airway Decontamination. Und das ist eigentlich ziemlich sperrig und dahinter verbirgt sich die Absaugung unter laryngoskopischer Sicht. Okay, die Absaugung unter laryngoskopischer Sicht. Warum brauchst du das? Genau, also wenn ich einen Patienten habe, der einen schwer verlegten Atemweg hat, mit Erbrochenem, mit Blut, zum Beispiel Mittelgesichtsfrakturen, Tonsillektomie-Nachblutung oder auch einfach die Reanimation, die uns normalerweise begegnet, ne, die erbrochen haben. Genau, dafür brauchen wir es. Okay, normalerweise sind ja so Simulatoren eine ziemlich kostspielige Sache. Ihr seid wahrscheinlich reiche Typen, die sich das Ding gekauft haben und jetzt teuer vermarkten, genau, oder? Nee, genau das sind wir nicht. Und zwar haben wir die Idee ein bisschen übernommen von einem Kollektiv angloamerikanischer Anästhesisten und Notfallmediziner unter der Führung von James Ducanto, ist auch ein Name, den man so ein bisschen in der Forum-Welt kennt. Und der hat einen Atemwegssimulator dahingehend modifiziert, dass er eine Pumpe angeschlossen hat und ihn praktisch zum Erbrechen bringen kann. Genau, und das kann man mit einfachen, ich sag mal, Haushaltsmaterialien, die man im Baumarkt kriegt oder im Internet kriegt, einfach selbst bauen. Und das ist auch der Anspruch des Projekts, dass es jeder selbst machen kann. Es geht immer um die Kohle ungefähr. Wo sind wir da? Ich schließe jetzt mal die Absaugpumpe und den Airway-Kopf aus. Mhm. Zwischen, je nachdem, was man nutzt, 70 bis 150 Euro. Okay, das ist, finde ich, ziemlich erträglich. Coole Kiste. Wie funktioniert das Ganze im Alltag? Also wann trainiert ihr das? Wann wendet ihr das an? Das ist ein guter Punkt. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich den Simulator so gebaut habe, dass ich ihn einfach in den Koffer packen kann und überall mit hinnehmen kann. Und ich nutze ihn teilweise auf der Arbeit. Ich bringe ihn mit auf die Rettungswache und nutze ihn in der einsatzfreien Zeit mit Kollegen oder auch gelegentlich mal in der Uni, in der studentischen Notfalllehre, dass wir den dort anwenden können. Eine super coole Sache. Wir haben ja auch ein paar Bildausschnitte, wie das Ding mal in Action aussieht. Das ist eine prima Geschichte, aber was kriegst du so für Feedback oder was kriegt ihr so für Feedback? Also haben schon mal Leute trainiert und dann gesagt, okay, sie hatten das danach im Einsatz und hat es gut funktioniert oder ist das eher so ein Play-Tool? Also das Spannende ist, dass sie, wenn sie an der Puppe arbeiten, dass da auch einfach gewisse Arbeitsschritte, dann wird denen erst klar, warum die das so machen. Also dann merken die erst, dass vielleicht ein gewisser Schritt, also zum Beispiel beim Absaugen ganz klassisch, dass sie die Absauge wieder rausnehmen aus dem Mund, und dann blutet es nach oder dann kommt nochmal das Erbrochene. Das ist immer so der Aha-Effekt, wo sie merken, oh, jetzt ist der Moment, wo ich einen echten Stress hätte und wieder nach der Absauge rufe. Mhm. Während wenn man eben die Absauge platziert lässt im Hypopharynx, man ja die Sicht eigentlich gut erhält. Und das ist so ein Aha-Effekt, den erlebt man oft. Und auch bei Leuten, die eigentlich sonst sehr routinierte und erfahrene Airway-Manager sind, die aber dann in dem Moment so einen Klickmoment haben. Michael, ich habe das Ganze ja mit dir zusammen auch geübt, ne? Ja. Bei einem eurer Köpfe. Und was ich krass fand, war auch, also ich glaube, ein bisschen Laryngoskopie kann ich auch, aber das ist ja ein Teamwork. Ne? Das heißt, ich brauche ja dich und du standst neben mir und hast mir quasi mit der Absaugung geholfen, weil alleine habe ich nicht genug Hände, um das Ganze zu dealen. Also ich finde, das ist auch ein cooles Teamtraining eigentlich. Ne? Auf jeden Fall. Ja. So, jetzt habe ich Bock, das Ding zu bauen. Mhm. Ne? 150 Euro gespart habe ich auch und einen Airway-Kopf und eine Absauge findet man auch auf vielen Rettungswachen in Deutschland. Aber wie komme ich da jetzt voran? Also wir haben es so gemacht, dass wir ein geschlossenes System anhand der Bauanleitung von James Ducanto gebaut haben. Findet man auf Twitter häufig Bilder von. Gibt auch eine Seite Airway Nautics, wo so die erste Bauanleitung dafür entschieden ist. Und wir haben es so gemacht, dass wir praktisch die Pumpe in den Absaugcontainer versenkt haben. Heißt, alles, was wir absaugen, landet wieder in dem Container und kann daraus entnommen werden. Heißt, wir müssen nicht irgendwie wieder umkippen oder umschütten. Und haben dann die Pumpe verbunden mit einem ganz einfachen Steckanschluss, wie man es aus der Gartenabteilung im Baumarkt kennt, mit dem Ösophagus-Eingang des Airway-Simulators. Also wir haben die Lungen abgenommen, wir haben den Magen abgenommen und haben das einfach verbunden. Das funktioniert gut. Michael, jetzt
arbeitet ihr damit mit Kotze und Blut, um es mal so im Straßenslang zu sagen? Wo kriegt ihr das her? Am Bahnhof oder? Wir sammeln immer, nein. Bitte nicht. Da gibt es verschiedene Anleitungen zu im Internet, wie man das machen kann. Und im Prinzip sind es immer drei Komponenten. Das ist einmal Wasser, das ist einmal Essig oder so Scheibenklar oder sowas, damit einfach die Schläuche nicht zukleben und verkalken und ähnliches. Und ein bisschen stinkt. Ja, ein bisschen stinkt. Und dann eben entweder Lebensmittelfarbe oder auch Kunstblut. Kann man noch Gelatine nehmen. Wobei Verdickungsmittel, Xanthan. Verdickungsmittel nutzen wir auch. Genau. Ja, cool. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr echt aus. Ja, das stimmt. Und gerade auch mit dem Blut, finde ich, zeigt das, also das hat auch so eine gewisse Wirkung auf die Leute. Ne? Also wenn die diese Puppe sehen und ihr Blut aus dem Mund läuft, das erzeugt schon auch Stress. Auf jeden Fall. Wie lange würdest du jetzt schätzen, wenn ich da als begabter Heimwerker, also nicht ich, aber ein begabter Heimwerker, das Ganze probiert umzusetzen, wie lange dauert das ungefähr? Also von Arbeitsstunden, um den Satz zu bauen, um sich da ein bisschen reinzufuchsen und vielleicht auch mal mit einem Fehler, würde ich einen halben Arbeitstag schätzen. Es braucht teilweise, je nachdem, ob man Silikon benutzt, dann braucht das ein bisschen Zeit zum Aushärten. Genau, aber es ist eigentlich eine Sache, die sich gut einbauen lässt. Cool, also ich kann nur sagen, ich habe das ja live erleben dürfen. Richtig, richtig cooles Ding. Ich freue mich riesig, dass ich das mal mit euch so trainieren dürfte. Das war für mich nämlich auch ein Highlight-Erlebnis auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Rettungswachen, die jetzt vielleicht zuschauen, da auch Bock drauf bekommen, also einfach bauen. Und wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Und ich vermute jetzt einfach mal, wenn einer Bock hat, euch zu kontaktieren, weil er Fragen hat, gerne, dann würden wir das einfach weiterleiten, so wie wir das immer fieserweise machen mit unseren Interviewpartnern. Gerne wird Twitter. Euch vielen, vielen Dank auch für super Forum-Beiträge und cool, dass es so eine Community gibt. Und ihr bitte teilen und liken und unbedingt anschauen und versuchen nachzubauen. Ciao. Ciao. Tschüss.